Erstmal so. Den könnte ich. War das eine Steinhütte, die ich hingesetzt habe? Steinhaus, nee. Steinhaus, so. Dann könnte ich da auch noch ein Steinhaus machen. Ja, klar. Läuft. Zack. Und dann kann ich das Asolanten-Ding hier machen. Gleich nebenan. Ein bisschen weiter zum Wasser hin. Moment. Könnte ich nicht den auch hier hinbauen? Nee, so. Theoretisch wäre es möglich. Wäre sogar ein Ticken besser, oder? Statt hier unten, was ein bisschen komisch ist. Dann ist die Kühlerei auch. Ja, ihr habt mich, ja, weg damit. Ihr habt mich überredet. Die Straße kann auch weg. Das Hütte hier auch. Machen wir es lieber hier oben hin. Na, wo ist es da? Ein Ticken besser. So. Eins. Ja, warum nicht? Na, ach, geh weg. So. Geht doch. Noch hier ein bisschen. So. Ha, läuft. Die beiden Dinger, einer für Lehm, einer für Sand. Gucken wir mal. Der lebt allein. Der auch. Die nicht. Achso, ist ein Kind. Oh. Ihr mögt diese. Hä? Hier sind überall Hütten. Und ihr wollt euch da drin nicht vermehren oder drin wohnen? In dieser Winzhütte? Für drei Familienmitglieder. Mutter, Vater, Kind. Was ist daran falsch? Naja. Wie war das? Dann hier unten? Zack. Dann habe ich noch den ganzen Platz. Oder? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall muss das hier weiter abgerissen werden. Jupp. Er ist schon dabei. Wie geht's mit dem Bienenwachs voran? Mal. Bienenwachs 0. Der hat den kompletten Bienenwachs weggemacht. Und die Sonnenblumenkerne sind auch weg. Ja. Wildbret und Talg. Was soll mir dazu sagen? Der ist doch fleißig am Ackern.
Holt er denn immer das Fleisch da raus? Akakak, geht weg. Sollte ich hier vielleicht noch mal eine Hütte bauen? Und die hier arbeiten, dass sie nicht immer zu ihrer Winzhütte muss. Wäre eigentlich keine schlechte Idee, oder? Baue ich hier noch ein kleines Haus hin? Dann kann sie nämlich denn hier drin wohnen, dann muss sie nicht immer hier von da nach da hin und her laufen, wenn sie da ackern will. Wie sieht's aus mit Kraut? Wir haben so viel Kraut und so viel Essen. Wie sieht's eigentlich aus? Nahrung. Da brauchen wir 1,7 und 1,4 stellen wir her. Das heißt, ich muss den Fischer wieder anschmeißen, oder? Wir haben 4000 Fisch, ich werd nicht mehr. Also, wir haben noch genug Essen. Die nehmen wir jetzt die ganze Zeit. Das Krautzeug. Das heißt, haben die wirklich hier nur Krautzeug drin? Honig und Krautzeug. Haben die keinen Hunger auf Fisch? Die nehmen echt nur das Kraut. Und nicht den Fisch. Ja klar, warum nicht? Dann benutzen wir wieder Teig, mein Kleiner. In der Zwischenzeit können wir ja hier einen wieder arbeiten. So. Einen wieder arbeiten lassen. Dass er das Lager mit Bienenwachs eher weniger. Aber mit Kerzen kann er wieder nachfüllen. Sonnenblumenkerne. Ich habe keine Ahnung, was damit ist. Aber erstmal haben, ne? Theoretisch könnte ich das Bienenwachs auslagern. Könnte ja einfach sagen, 300 reichen. Oh, Händler! Hallo, my friend! Ledermantel, willst du mich verarschen? Ich biete die doch selbst an. Frack, Gehrock, langer Mantel. Kapitänsjacke! Nein. Ein Leibrock. Wollmäntel. Nein. Geh weg! Brauch dich nicht. So. Aber gehen wir dahin zurück. Machen wir einfach auf 300. 300. Der Rest weg. Weg. Geht weg. Steinvorräte sind fast aufgebraucht. Schleppt er das jetzt raus? Das ist bei 150 angelangt. Steinvorräte gehen wirklich bald aus. Tatsächlich, der hat Bienenwachs weggemacht. Läuft. Das bedeutet, dich kann ich wieder rausnehmen. Du hast deine Arbeit getan. Der Förster und der Arbeiter. Ja, verständlich. 400 haben wir erreicht. Krass. Ja, Gratulation und so, ne? Da wird noch gearbeitet. Das
Das Haus wird auch freigeräumt. Wir haben jetzt 3 Arbeiter. Jetzt müssen wir überlegen. Wo stecken wir den rein? Förster haben wir schon 2. Die arbeiten schon sehr, sehr schnell. Ich würde fast sagen, noch ein Jäger. Denn Jäger, dann haben wir 3 von 3. Warum ist die so weit da unten? Haben wir jedenfalls 3 Jäger. Das ist dann perfekt, weil dann kann hier das Wildbret ver... Leder und Wildbret kriegen wir ja ganz viel. Wir haben ja so viel Wildbret, dass wir gar nicht wohin, nicht wissen, wohin damit. Müssen wir theoretisch einen zweiten Metzger machen oder was? Müssen wir im Auge behalten. Das ist Krautsammler. Kraut haben wir noch genug, über 200. Theoretisch könnte man hier noch einen Sammler dazu machen. Gucken wir erstmal. Erstmal die Köhlerei wieder aufbauen. Wo war das? Das war nicht die Köhlerei. Köhlerei, da. Theoretisch könnte ich die dahin bauen. Aber ich müsste denn 2 Köhlereien bauen, oder? Theoretisch schon, oder? Mach mir jetzt mal eine. Und pausieren das. Haut jetzt mal jemand weg? Ja, mal auf. Oh ja, stimmt. Die beiden, deswegen ist so viel Stein auch weg. Drei arbeiten da. Theoretisch wäre jetzt Nahrung, Verbrauch und produzieren. Sollte theoretisch hochgehen. Hast du kein Talg mehr? Ja, dann benutzt wieder Bienenwachs, oder? Müssten wir jetzt eigentlich genug haben. Talg. Krass, wie schnell du das Talg wegmachst. Und wie die Leute mir einfach hier das ganze Kraut wegfressen. Ich glaube, im Krautsammelgeschäft muss noch einer dazu gepackt werden. So, da ist der Bauarbeiter. Läuft, läuft. Nee, da fehlt noch Holz. Da stelle ich mir jetzt die Frage, mache ich jetzt einfach hier so einen Strich und wieder so eine Brücke rüber? Und sagen wir nicht, oder? Eine Holzbrücke. Das klappt nicht. Wieso? Hä? Moment. Holzbrücke. Geht doch.
Warum habt ihr gesagt, geht nicht? Perfekt. Geil. So, jetzt kommt die große Frage. College? Oder Krankenhaus? Oder vielleicht doch erstmal die Schule? Produktiver. Produktiver! Habt ihr es gehört? Ihr lernt damit produktiver zu arbeiten. Gleich hier neben dem Rathaus. Ich bin dafür. Auf dass ihr produktiv werdet. So. Weg geht es. Natürlich nicht. Egal. Hier wird eine schöne Schule gebaut. Läuft. Nee, Leben erstmal. Da haben wir jetzt erstmal genug, denke ich mal. Fast 1000. Ja. Weg mit dir. Brauchen dich nicht mehr. Dafür kannst du jetzt hier Leben abschürfen gehen. Und keiner macht das hier. So, auf jeden Fall haben wir hier einen Lehmarbeiter. Mal gucken. Das Haus ist immer noch nicht fertig gebaut. Wir haben noch Holz und Eisen noch genug. Was ist da los? Haben wir auch zwei Arbeiter? Ein Bauarbeiter? Wo ist denn eigentlich der Bauarbeiter? Was machst du? Er arbeitet. Friert. Arbeitet wieder. Mhm. Oh, schaut mal einer an. Unser erster Lehm. Und hier braucht man auch Lehm. Steineisenlehm. Das Ding wird auch gebaut. Dann würde ich fast sagen, wenn das fertig ist, werden wir anfangen, die Schule zu bauen. Damit unsere Kinder mal was lernen und produktiver arbeiten. Haben ja. Oh, wir haben 16 Leute insgesamt. Krass. Wenn wir sagen 200, der kann auf jeden Fall wieder arbeiten. Ja, ja, hier, zack, weg. So, die Fischerhütte. Wir haben noch 4000 Fisch. Das ist seit Jahren. Das gammelt vor sich hin. Oh Mann. So, bist du da bald mal fertig? Oh, es ist gar nicht mal so schlecht, dass er hier sein Haus hat. Nice. Dann geht er schnell hin, wärmt sich auf in sein Haus und geht wieder zurück zur Arbeit. Na, mach fertig. Für Sand. Ja klar, warum nicht, zack. Dann haben wir hier Lehm und Sand, wird sofort hergestellt. Für irgendwann können wir die Leserei bauen oder so. Das nächste
Wie war das? Das sollte gemacht werden, oder? Nee, Moment. Jetzt das Wichtigste erstmal die Schule. Hier habt ihr die Priorität. Das muss zuerst gemacht werden. Das Allerwichtigste. Haben wir auch einen, der Lehrer werden kann? Ja, klar. Ha! Wie sie arbeitet. Die Schule muss gebaut werden. Ich muss mich beeilen. Gebildet? Nein. Und hat ordentliche Kleidung. Ach, wenn die Schule da ist, denn, oh, wie die ganzen Kinder denn anfangen zu lernen und dann sind sie produktiver. Läuft. Küstenarbeiter. Da sind schon wieder Einzelgänger drin in den beiden Hütten. Und in den beiden auch. Und da auch. Ha, gleich ist es soweit. Tada! Und ein Lehrer rein. So, wer ist jetzt der Lehrer? Wo sehen wir das? Wo sehen wir das? Lehrer. Zack, du bist der Lehrer. Verfolgen. Sogar eine Lehrerin, die einfach mal quer durchrennt. Okay, passt. Hä? Sie ist Lehrerin. Sie ist jetzt Schmied. Wer ist jetzt der Lehrer? Ist jemand gestorben? Wer ist jetzt der Lehrer? Er hier. Es ging ja mal schnell. Haben wir schon irgendwelche Schüler? Null. Okay. Die Brücke ist fertig. Sehr nice. Dann können die Dinger natürlich noch schneller darüber gebracht werden. Oder so. Gut, nicht egal. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.